Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sorbotin und heute reden wir ein bisschen über die Götter Structure Decks. Denn ich habe was Cooles für euch vorbereitet. Die Structure Decks werden diesen Sommer noch kommen. Wann genau, werdet ihr noch sehen, weil die werden wahrscheinlich wieder ein bisschen verschoben. Ich melde mich hier kurz aus der Zukunft, denn das Release des Sets ist logischerweise schon bekannt, warum auch immer ich das verkackt habe. Die beiden Structure Decks kommen am 17.06. raus, also diesen Monat noch. Die werden, glaube ich, ziemlich cool, weiter zum Video. Aber was sind denn die Götter Structure Decks? Wir kriegen zwei Stück, eins mit Slifer und eins mit Obelisk. Da sind einige Karten schon revealed worden. Die könnt ihr euch einmal unten in der Videobeschreibung angucken. Da sind nämlich ziemlich coole Karten dabei. Und Signature Attacks von Slifer, Signature Attack von Obelisk und eine Karte, um die einfacher zu beschwören. Auf jeden Fall ziemlich coole Structure Decks, aber ich habe mich vorbereitet. Jetzt fragt ihr euch, wie habe ich mich vorbereitet? Ihr habt es vielleicht schon im Thumbnail gesehen, vielleicht auch nicht. Und was heute gekommen ist, ist ziemlich cool. Und das zeige ich euch jetzt einmal. Das ist einmal das hier. Und das hier kommt von Custom Playmat. Denn ich habe mein Design erstellt. Das könnt ihr auch kaufen, wenn ihr das haben wollt. Das ist übrigens in der Videobeschreibung. Da ist der Link zu meinem Devin-Art. Da könnt ihr euch die Playmat-Designs kaufen. Und ich habe mir hier zwei Playmats bestellt. Einmal eine mit meinem Gött-Design, was ich euch gleich zeigen werde. Und einmal eins mit dem Pot-Design. Auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ich würde sagen, wir starten mal ins Opening rein und gucken mal, was drin ist. Die machen wir kurz einmal auf. Da sind nämlich zwei Matten drin und ich würde sagen, ich fange mit der einmal an. Da ist sie einmal. Das ist die Pot of Prosperity Matte und die ist ziemlich cool geworden. Natürlich, Kartenzone passt wie immer genau eine Karte rein. Die ist hier ein bisschen weit hochgerutscht. Aber sei es drum, ich finde das Design dieser Matte mega cool. Die Farben sind unglaublich cool geworden. Aber das ist ja nicht die Matte, für die wir heute hier sind. Wenn ihr das Design haben wollt, link es auch in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt zu dem Mattendesign, was ich persönlich erstellt habe für die Götterdecks. Das ist richtig cool. Und das ist... Ist das nicht sau cool? Da ist sie, die Yu-Gi-Oh! Konami Göttermatte mit Obelisk, dem Ra und dem Slifer hier oben. Das hier oben ist ein bisschen kurz geworden, denn das ist ja eigentlich genau die richtige Länge sogar, ist genau die Hälfte. Also ziemlich nice und hier passen halt genau die Karten rein. Ist also ziemlich nice geworden. Ja, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Meine Göttermatte, die ich halt für euch vorbereitet habe. Wenn ihr euch auf die Götter vorbereiten wollt, ist das die Matte. Hier gibt es noch ein paar Glamour-Shots logischerweise. Ich habe das bei Obelisk so gemacht, dass er quasi hier schön reinragt in den Rahmen, dass er wirklich halt ziemlich cool aussieht. Dass das Deck so ein bisschen verdeckt ist, aber er auf jeden Fall ziemlich cool aussieht. Hier schön aus seinem Felsen rauskommt, auf jeden Fall ziemlich nice geworden. Dann ist der Ra, der hier vorne ist, der sticht quasi mit seiner Kralle hier schön einmal raus aus dem Nebel, genau wie der Kopf. Und das Slifer ist halt das Original-Artwork hier oben. Hier habe ich schön eingebunden, das alles halt zusammengeteilt. Und auch das Takashi ist hier drauf, das Card kommt. Und Konami ist hier auch oben noch drauf. Die Matte ist wert für euch bestellbar. Side-Take, Banished Zone ist hier auch mit dabei, falls ihr da wirklich irgendwas vermisst. Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Matte geworden. Die große Frage ist ja, seid ihr genauso hyped wie ich auf die Yu-Gi-Oh! Structure Decks, die jetzt kommen werden, mit den Göttern drauf? Ich persönlich freue mich da mega drauf und bin mal gespannt. Und dann würde ich sagen, lasst mir mal ein Like und ein Abo da für den Channel. Falls euch mein Content gefällt, falls ihr eine Matte haben wollt, wie gesagt, Links in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao, Leute. Weirder Flex.